Willkommen zur vierten Episode von Starfinder bei Nerdstar. Enjoy! Gut, das haben wir vorher sogar geübt, aber es hat trotzdem nicht geklappt. Es wird nur wert falsch gemacht. Caro, was? Was? Was hast du so enjoy? Fuck! Du wolltest mir noch merken! Ja, die Panik hat man in meinen Augen gesehen. Ja, die Aufregung, einfach live zu gehen, ist immer wieder neu. Da kann sowas passieren. Und wie gesagt, wir sind bei der vierten Episode. Wisst ihr noch was, wann wir das letzte Mal gespielt haben und was passiert ist? Letztes Jahr. Dekan. Ja, letztes Jahr, halbes Jahr. Sehr lange, ohne Scheiß. Ja. Viel zu lange auch, ehrlich gesagt. Deswegen werde ich noch mal kurz erläutern, was passiert ist in der letzten Folge, bitte in der Folge davor. In der zweiten Episode, also in der ersten Episode seid ihr zusammen mit Caleb in die Diaspora geflogen, das ist ein Asteroidengürtel im Sonnensystem der Paktwelten. Und habt da dann aus Versehen einen Asteroiden in die Luft gejagt. Ach nein, ist ja. Also ich glaube, es ließ sich nicht verhindern. Der hat sich selbst in die Luft gejagt. Das würde ich auch genau, so ihr habt, ja, ihr habt den Selbstauslöser ausgelöst quasi. Ja, aber alles, was danach kam, ist ja nicht mal unsere Schuld gewesen. Genau, das war die, danach dachte Caleb, ja okay, den vertraue ich mal die Aufträge an, die ich den zustoßen werde. Daraufhin seid ihr dann nämlich in der zweiten Episode auf den Kolonieplaneten Trembalin geflogen. Gut fassen für die Tricks. Vielen Dank im 6. Dankeschön. Wow. Vielen Dank für den. Wow, Marci, bester Mann. Nicht Follow, Abo. Fürs Abo. Bester Mann, Marci. Oh. Er ist nicht Marci. Ich bin Jadu Koran, Pilot. Ja. Genau, da habt ihr auf Trembalin habt ihr Irwin gesucht, der ein Kontaktmann von Caleb war. Den habt ihr gefunden in einer zerstörten Kolonie. Er war eingefroren in einer Kryokammer. Dort habt ihr ihn dann befreit und zu Caleb bringen können. Oh oh. Und zwar auf dem Ilsani-Mond habt ihr den hingebracht. Leider ist auf dem Flug zum Ilsani-Mond irgendetwas mit eurem Raumschiff passiert. Es konnte zumindest nicht mehr starten. Dort ist dann die Episode 3 angefangen und ihr habt euch ein bisschen die Zeit vertrieben mit einer jungen Dame. Also du meinst Selch oder wen jetzt genau? Genau, Selch war die junge Dame. Nein, ihr habt auf dem Ilsani-Mond einen kleinen Auftrag angenommen. Einen kleinen Auftrag, um eine junge Dame zu unterstützen, die ihren Bruder gesucht hat und dabei herausgefunden hat, dass ihr Bruder gar nicht verschwunden war, sondern einem Kult beigetreten war. Das habt ihr natürlich... Oh ja, ich erinnere mich, die ganzen Bilder kommen wieder. Diese epische Stelle auf der Empore. Man kann es einfach nur noch mal sagen, Leute, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, binge die. Ja, guckt sie ja an, das ist großartig. Also das ist nur eine Kinogeschichte. Ganz genau. Genau, da seid ihr dann... danach war dann euer Raumschiff repariert. Und ihr seid zurückgeflogen auf die Amsterdam-Station. Ich bin geflogen. Und habt gewartet, ihr seid gemeinsam geflogen. Aber ich bin habt gewartet, bis Caleb euch einen neuen Auftrag gibt. Und das ist Episode 4. Es gibt einen neuen Auftrag. Und. Läuft bei uns. Aber. Erstmal, Jungs. Genau, das war erstmal der Recap von den Episoden. Aber wer seid ihr denn nochmal gewesen? Wollen wir da nochmal einsteigen kurz? Ich kann gerne starten. Liebe Leute, ihr habt es ja schon, ich muss mich kurz verjüngen. Kleinen Moment, weil ich bin Jadu Koran. Pilot. Sad, ein bisschen. Jadu Koran, liebe Leute, ist Pilot, er ist ein Mensch. Er ist im Grunde auf dem Hauptstadtplaneten der Menschen aufgewachsen, wurde allerdings recht früh von Söldnern, Schmugglern und Kopfgeldjägern entführt und aufgezogen, liebe Leute. Das bedeutet, da hat er auch seine Skills her. Er ist technisch ziemlich affin, er ist nur noch anzutreffen mit einer Drohne, die er sich selber zusammengebaut hat, die ihn mit Rat und Tat zur Seite steht, besser gesagt, sie unterstützt ihn bei Reparaturen und auch bei Kampfeinsätzen. Jadu Koran leidet allerdings ein wenig an Selbstüberschätzung und reitet die Truppe hier und da in die Scheiße. Das ist ein großes Problem. Außerdem hat er nach den jüngsten Erfahrungen sich in den Kopf gesetzt, dass er außerdem Frauenheld ist und deswegen überhaupt gar kein Problem damit hat, alle Damen der Welt auf seine Seite zu ziehen. Jadu Koran, Pilot.
Applaus. Danke. Soll ich mal weitermachen? Ja. Ach, oh, und diese Lache ist bekannt vor Rakesh, den beskischen Söldner am Tisch, den Mann fürs Groben, eine grobschlächtige Echsengestalt, die, ja, Soldat und Söldner, ich sag mal, die Klasse ist relativ offensichtlich. Der Mann schießt, haut und versucht irgendwie so als fleischgewordenes Meat Shield irgendwie da, die Gruppe davor zu verhindern, dass sie stirbt. Der hatte in den jüngsten Ereignissen noch ein paar Probleme, denn eigentlich ist Rakesh dafür bekannt, mit einer dicken, klobrigen Doshko ja, Hiebwaffe durch die Gegend zu laufen, aber jetzt hat er eine Pike, eine Art Speer und das läuft gar nicht. Also es gibt momentan einige Probleme bei Rakesh, das macht aber nichts. Er wird sich auf jeden Fall da wieder reinfuchsen. Er hat auch in der Vergangenheit einige Schicksalsschläge erlebt. So ist er unter anderem von eben gerade vorgestellten Jado Corran verraten worden. Zudem ist er gewaltiger Zash-Fan. Wer das ist, werden wir gleich noch erfahren. Nichtsdestotrotz, die Gruppe scheint sich gerade so ein bisschen anzubändeln. Das Bonding, könnte man sagen, passiert. Und Bondage heißt das. Bondage, natürlich, ja. Bondage. Ja. Stärke 18, mit dem möchtest du kein Bondage machen, ich verspreche es dir. Und dementsprechend werden wir sehen, wo es mit Rakesh weiterhin hingeht. Zunächst einmal hoffentlich in Erfolgserlebnisse, denn die sind in letzter Zeit ausgeblieben. Oh Gott, es kommen die ganzen Erinnerungen wieder. Schade, Schokolade. Ganz kurz, außerhalb des Characters. Ich habe ja immer noch richtig, ich habe die komplette Kohle vom ersten Auftrag behalten. Ne? Ja, das ist richtig. Die habe ich ja immer noch. Ne? Ich weiß nur, dass ich einen Plan hatte damit. Aber ich glaube, ich habe den Plan vergessen. Ich glaube, dann sticht die Weiber damit zu. Und weißt du, wer das weiß? Ah. Wer das weiß, als Einziger aus der restlichen Gruppe, dass du die ganze Kohle hast? Das bin ich, Zash. Eigentlich muss ich nicht viel erzählen. Intergalaktischer Superstar. Ihr kennt mich alle aus verschiedensten Hitproduktionen wie Baby Baby oder Shoutout Loud. Das sind so große Dinger. Ich kenne sie sogar. Das ist wirklich ein Zash. Es sind auf dieser Reise noch einige dazugekommen, die ich bin natürlich hier auf Inspirationsreise unter anderem, bin abenteuerlustig, komme aus sehr gutem Hause, bin erfolgsverwöhnt auf komplett allen Welten dieser Galaxie, kennt man mich und kennt man meine Werke und da bin ich dementsprechend ja wie gesagt eigentlich schon verwöhnt mit, dass Leute mich auch gut finden und ich will eigentlich mal ein bisschen down to earth, ich will in den Schmutz, ich will ein bisschen was erleben, ich will mal ran, ich bin natürlich eine kämpferische Lusche, bin aber extrem gebildet und habe unter anderem so ein bisschen übersinnliche Fähigkeiten im Sinne von Kommunikation, ohne mit anderen zu reden und das nutze ich und ich habe unter anderem eben zum Beispiel da diverse Dinge beim Marcel erkannt. Ich bin nämlich da sehr smart drin. Aber auch erkannt, dass ich ein guter Typ bin. Meine Soft Skills sind sehr gut und ich bin extrem empathisch. Naja, ich schreibe aber so nebenbei jetzt ein bisschen an meinen neuen Sachen und letztlich stellt sich das alles als große Inspirationsreise offensichtlich heraus und Leute, wartet auf mein neues Album. Ich befürchte allerdings, du hast eine Kleinigkeit vergessen, lieber Zash, dass du die kompletten letzten zwei Folgen als Frau verbracht hast, weil du einen Trank getrunken hast, der dein Geschlecht verwandelt hat. Es war eine Injektion. Eine Injektion oder das, genau. Und das Problem dabei ist, dass irgendwie Rakesh in ein Gefühlschaos gestürzt wurde und nicht so richtig weiß, ob er jetzt einfach nur den Musiker Zash toll findet oder jetzt auch die Person direkt vor ihm auch sexuell anziehend findet. Erstmal dickes Danke an Slyfox. Slyfox hat reingehostet. Kommst du hier raus? Vielen Moin, Dank. Na? Kommt uns hoffentlich bald wieder besuchen. Jado Corran, vielen Dank. Macht euch bequem hier bei uns. Ja. Zash, ihr wisst Bescheid. Mein Name ist Dio, 7 alt 5. Kurz Ditto. Ditto. Auch Ditto. Ich bin Fremdenführerin auf dem Planeten Avalon und werde Sie heute begleiten. Gut. Seid gespannt. Babysitter, wirklich? Ist es jetzt schon soweit? Ich nehme an, ja. Okay, wissen wir Bescheid. Ich hieß übrigens zwischendurch kurz eben mal Ermtraut, aber das ist wirklich, also ist nicht Teil meiner selbst geworden. Ich bin höchstens noch mehr Frauenversteher, als ich es vorher auch schon war. You do you. Ist okay. Ja. So. Genau, hier sind alle. 2019. Kannst hier sind alle gleich. Ich habe noch eine spielvorbereitende Frage. Ja. Ich will ja nicht irgendwie jetzt sagen, dass ich jetzt übermäßig lootgeil war in der Vergangenheit. Allerdings war ich sehr lootgeil in der Vergangenheit und habe jetzt
komplett super viele Sachen in meinem Rucksack. Kann ich die noch verticken, bevor es losgeht? Die kannst du in eurem Raumschiff lassen. Und dann? Und in der nächsten Downtime mal verticken. In der nächsten Downtime so. Verticken wir die dann. Achso. Ihr hattet kaum Zeit zu verticken. Das war, ihr kamt gerade auf der Absalom-Station an, da kam direkt der nächste Auftrag und ihr seid direkt losgestartet. Aha. In der neuen Sturmflucht. Weil ich habe hier so drei Laserpistolen, ich habe Berufskleidung, Raumanzug, Fliegeranzug, ich habe industriellen Rucksack, ich habe Medipack, Taschenlampe, viermal Splittergranaten, Freibeuterrüstung, zwei Blasterpistolen, noch weitere Granaten, Handfeuerwaffen, alles mögliche. Also letztendlich bin ich ziemlich ausgestattet mit Sachen. Vollgestopft. Ja. Weißt du, was nicht spannend ist? Verkaufen beim Pen and Paper. Hey, Spieler, also ich habe jetzt das ist jetzt 50 Gold. Jetzt werde ich mal kurz einen Wurf auf Verhandeln. Ja, ihr kommt 19 kriege ich den Marktpreis für. Ja, gut, dann das nächste Item. Das dauert dann ungefähr so anderthalb bis zwei Stunden. Und hey, jeder, der Pen and Paper spielt, ich habe mein gutes Recht, die Sachen zu verkaufen, die ich gesammelt habe. Ja, aber also an alle Pen and Paper Fans da draußen, ihr wisst selber, dass das der Teil ist, der halt super, super langweilig ist, wo der Rest halt rauchen geht, während der eine Spieler mit der SL halt irgendwie aushandelt, was sie dann bekommt. Hey, ihr kommt in eine neue Stadt. Ich gehe einfach zum Händler. Und alle anderen, super boring, dementsprechend, das ist genau. Was hat der denn im Angebot? Alles, was ich möchte alles wissen. Wir machen das. Genau. In der Downtime. Ja. Zum nächsten Mal. Okay. Merkt ihr das? Ja. Schreib's dir auf. Schreib's dir hinter die Löffel. Aber das heißt, mein Rucksack ist wieder leer jetzt. Du kannst das irgendwo auf der, du hast ein riesiges Raumschiff. Ja. Packst du einfach ein Schiff. Gut, ich stell's, ich, hast du nicht die Kapitänskajüte? Ja, ja. Ja. Weil ich Kapitän bin. Alles klar. Gut. Diese Arroganz. Ich frage ja nur. Alright. Ja, ja. Gut, dann würde ich sagen, wir haben gerecapped. Wir wissen, wer ihr seid. Dann würde ich sagen, ohne Großverzug starten wir jetzt einfach mal direkt in Episode 4. Das nächste Abenteuer. Okay. Schiff, ja. Und ihr seid noch im Schiff, genau. Das war jetzt quasi euer Blick gerade. Mhm. Und genau. Als ihr aus dem Drift kommt, seht ihr euer Ziel bereits vor euch. Die Mucke ist so fett. Den grauen den grauen Planeten Avalon. Mhm. Auch die Schmiede genannt. Wissen wir irgendwas über Avalon? Er hat gerade gesagt, es ist als die Schmiede bekannt. Genau, es ist als die Schmiede bekannt. Ich lese ja gerade vor. Achso, Entschuldigung. Praktisch den Spieler da aussprechen. Den Pilot. Den ersten Planeten des Paktsystems, der Sonnennächste also. Die Zuflucht und Heimat der Androiden und anderer künstlich geschaffener Lebewesen. Unweit von euch treibt die von den Androiden erbaute und verlassene Handelsstation Q1, an welcher ihr heute aber nicht interessiert seid. Oh. Next time. Genau. In der in dem Intro haben wir auch gerade schon den Namen Epoch gesehen. Epoch ist eine KI, die von den Androiden gebaut wurde auf Avalon, und zwar als Stadt. Und das Ziel war es eben, diese KI so weit zu verfeinern und auszubauen, dass sie wirklich die Größe, die wirklich den Status eines Gottes quasi erlangt. Und das hat sie auch. Und zwar ungefähr zeitgleich mit dem Ende des Intervalls. Und Epoch hat sich zusammen mit zwei anderen Göttern zu der Motek
Modek, top Timing, vielen Dank. Danke. 13 Monate. Ja, das ist einfach so, boah, was redet der? Zack. Ja. Nice. Genau. Epoch hat sich zusammen mit zwei weiteren künstlichen Maschinengottheiten zu der Gottheit Triune zusammengeschlossen, die den Drift erfunden bzw. entdeckt und ermöglicht haben. Aber Moment. Er versteht das noch nicht ganz. Das ist okay. Alter, da sind zwei riesengroße KIs. Eine große Epoch, Triune. Epoch ist die große KI-Stadt. Eine riesige Stadt, die als KI ist und die jetzt gottgleich ist. Und die hat sich zusammen mit zwei weiteren Göttern zu einer größeren, mächtigeren Gottheit Triune genannt. Ach so. You got it? Also mit Göttern. Richtigen Göttern? Göttern? Richtige Götter. Götter. Also Götter existieren. Personen, Göttern oder so. Ja, wie stelle ich mir die Götter vor? Ja. Die können auf die materielle Ebene eingreifen, die können Blitze schicken lassen, die können Raumschiffe aus dem Orbit. Aber die sind so im Nichts? Sind das Stimmen? Die sind auf einer anderen, anderen Existenzebene. So, man kann die auch besuchen. Mhm. Wie heißt die? Stell dir vor, Asgard und Marvel Asgard. Na, das ist vielleicht nicht schlecht. Du kannst hinfahren, du kannst hin und die können auch mit dir interagieren, aber an sich. Ja, also ich glaube aber nicht an Götter. Das ist dumm. Das ist dumm, weil es ist bewiesen, dass Götter existieren. Ja. In einer Welt, in der Götter real und furchtbar über die Welt wandern, ja, glaubt und nicht Leuten mächtige Zauber und Kräfte verleihen, die du letzte Folge erst am eigenen Leib erfahren hast. Ich glaube nicht dran. Ich glaube da nicht dran. Ich habe es gesehen, aber ich glaube nicht dran. Leugnung dessen. Nein, nichts überhaupt nicht, weiter. Überhaupt nicht, nein. Nur weil du heftig mit deinem kurzsichtigen Echsenverstand das nicht blicken kannst. Ich stelle mir vor, das wäre so, als wenn Han Solo nicht an die Macht glaubt. Das ist ihr. Danke. Aber er hat die Macht gesehen und glaubt an die Macht. Ja, später. Ja, später. Okay, ja, aber ich weiß, Triune, ja? Genau. Gott, aber nicht mehr in der KI, sondern alles Mögliche. Ja. Okay. Alrighty. Gibt es weitere Informationen, die wir eventuell mit einem Wissenswurf erlangen könnten? Du kannst es versuchen, natürlich. Dieser Wissenswurf wäre welcher? Kultur vermutlich. Ich würde auch sagen Kultur. Gut, habe ich nicht. Jemand anderes. Kultur kann ich werden. Ich bin nicht am Schiff. Ja, du bist ja auch der bewandertste Mensch von... Nee, ja, kann ich auch nicht. Ich bin ein kultureller Typ. Eigentlich schon. Dass hier bei Würfelbecher benutzt wird, macht mich unfassbar böse. Ja, ist das so? Warte, ich gebe den Nerdstar-Becher einmal raus. Ein bisschen Cockblock, ne? Loschen. Guck dir das an. Oh, 10. Mit 10 plus 6. Ich habe hier noch 6 Kultur stehen. Bitte? Ist? 16. Gut. Okay, du weißt, dass es einige, dass nicht die Androiden die Zivilisation auf Avalon aufgebaut haben, sondern dass eine uralte Zivilisation, die als die ersten Erschaffer benannt sind, existiert haben, die aber nicht mehr auf Avalon zu finden sind. Allerdings sind noch deren Städte und Gebäude zu sehen. Das sind die heutigen heiligen Städte der Androiden. Die selbst, die nicht betreten dürfen, sondern nur ab und zu mal Außenstehende. Also das Menschen. Das weiß ich eher, ne? Aber genau, er weiß das. Ja. Gut, dass du nachfragst. Nee, ich habe nicht zugehört. Noch besser. Das plötzliche Piepen eurer Kommunikationsanlage deutet darauf hin, dass jemand versucht, Kontakt mit euch aufzunehmen. Ich stehe ich bin ja an den Geräten. Ja. Jungs, ich glaube, wir kriegen eine Nachricht rein. Soll ich die mal draufschmeißen hier auf die schiffsweiten Kommunikatoren? Die Tür von Rakesh Schlager fliegt aus und nicht, mit nichts weiter als einem weitaus zu engen Speedo bekleidet. Offensichtlich hat er gerade geschlafen. Guckt heraus. Lass hören. Okay, ich drücke den Knopf. Okay. Und die Nachricht spielt ab. Raumkontrolle an unbekanntes Raumschiff. Bitte weisen Sie sich aus und nennen Sie Ihren Grund für Ihre Anreise. Ich mach kurz auf Mute. ich kann das machen, soll ich? Das ist kein Problem für mich. Wir reisen zu Forschungszwecken. Soll ich sagen? Würde ich sagen. Sehr schön, soll ich nicht lieber machen, ey? Boah, der Typ. Also. Hallo, Entschuldigung, können Sie mich hören? wir sind ein Forschungsschiff und wir reisen zu Forschungszwecken mit unserem Forschungsschiff. Wir sind Forscher. Machen wir einen Wurf auf Blöffen. Ich zieh mir schon mal meine Rüstung an. Mal auf YouTube und zeig einen Daumen so zu der Crew. Machen wir einen Blöffenwurf? Vielleicht war das ein bisschen zu forsch. Dezent. Also nach diesem großartigen Blöffversuch. Blöffen?
G3-Cache auf jeden Fall sich eine Rüstung anziehen. Denn jedes Mal, wenn Jado kommt und versucht, Leute irgendwie zu überzeugen, wird danach geschossen. Ich benutze trotzdem den W20, ne? Wie ist das nochmal? Ja, genau. Der W20 das ist... Das war aber nicht der W20. Der aber jetzt. Der ist es jetzt. Ja. Ja, bleib doch mal locker. Du hast eine 15 stark. Und ich habe hier 3 auf Blöffen. Okay. Nach einer kurzen Pause meldet sich die Stimme wieder. Bitte schalten Sie auf Autopilot. Wir senden Ihnen die Koordinaten für Ihren Landeplatz zu. Ein Serviceteam wird Sie empfangen und sich um Ihre Bedürfnisse kümmern. Ich rufe nochmal zurück. Wird auch vollgetankt? Unser Serviceteam wird Sie empfangen und sich um Ihre Bedürfnisse kümmern. Dankeschön, over. Okay, kurz nachdem du den Autopiloten angeschaltet hast, neigt sich die Sturmflucht sanft zum Landeanflug auf eine der unzähligen Landeplattformen auf der Planetenoberfläche. Endlich habt ihr Zeit, euch dem Briefing zu widmen, welches euch Caleb gesendet hat. Das haben wir vorher noch nicht gemacht. Nein. Wir sind solche Würstchen. Das, das war wir eigentlich hier. Lass uns mal hinfliegen. Das ist jetzt auch. Ist auch egal. Das ist auch, während des Drifts konntet ihr es nicht abspielen und jetzt könnt ihr es abspielen. Ich verstehe Suspension of Disbelief. Ich muss trotzdem noch mal betonen, wie doof wir sind. Ja. Okay, also spielen wir es einfach ab jetzt. Genau, jetzt spielst du es einfach ab. Okay. Captain Corrin, mittlerweile sollten Sie und Ihre Crew auf Avalon gelandet sein. Hier nun die Details zu Ihrem neuen Auftrag. Nach Ihrer Befreiungsaktion hat es eine Weile gedauert, bis Irwin in der Lage war, mir die erhofften Informationen zu überlassen. Und es ist wie befürchtet. Die Tsukiba-Universität geht weiter ihrem Plan nach, so viele Artefakte wie möglich zu sammeln. Die Obsession, mit der sie dabei vorgehen, ist geradezu beängstigend. Die Offenbarungen, die diese Artefakte bringen könnten, geraten in den Hintergrund oder gehen gar ganz verloren. Dabei dient der Handel mit den Artefakten einzig zur Weiterfinanzierung der Operation. Das Ziel dabei ist weiterhin unklar. Bisher war es nur bedauerlich, wenn ein weiteres Artefakt an einen Schwarzmarktsammler geriet oder von konservativen Fanatikern erworben und zerstört wurde. Aber jetzt wurden die Grabungen auf Avalon begonnen. Schlimmer noch, die Grabungen finden in der heiligen Stätte ausdauernd statt. Das ist nicht nur ein Sakrileg für Avalons Bewohner, es könnte mehr in Bewegung setzen, als uns lieb ist. Unser Avalon liegt weit mehr als nur Zeitzeugen der vergangenen Ära. Alten Quellen nach verbirgt sich dort uraltes Wissen. Wissen, das möglicherweise direkt von den Göttern stammt und das Potenzial hat, die Welt, wie wir sie kennen, aus den Angeln zu reißen. Dieses Wissen ist vermutlich in Form antiker Wand- oder Höhlenmalerei vorliegend. Die entsprechende Kammer ist laut meiner Informantin bisher noch versiegelt. Darum ist es von absoluter Notwendigkeit, dass Sie und Ihre Crew die Städte infiltrieren und vor der Organisation dorthin gelangen. Nachdem Sie die vorhandenen Informationen eingesammelt haben, muss die Kammer zerstört werden. Es darf nichts übrig bleiben. Wie Sie das anstellen, überlasse ich Ihnen. In Kürze wird sie meine Informantin aufsuchen. Es handelt sich um eine Androidin mit dem Namen Dio 7-Alt-5. Sie wird Ihnen zusätzlich bei der Digitalisierung der Informationen helfen und als Ortskundige dienen. Ausdauernd ist eine heilige Stätte. Das Betreten ist strikt untersagt und wird von Avalon Sicherheitskräften rücksichtslos bestraft. Walten Sie also mit äußerster Vorsicht, bis Sie die Stätte unerkannt betreten haben. Wie Sie sie wieder verlassen und zum Schiff gelangen, ist Ihnen überlassen. Ich wiederhole nochmal, es ist von absoluter Notwendigkeit, dass diese Informationen nicht an die Organisation gelangen. Sie haben meine Autorisation, notfalls Gewalt anzuwenden, um etwaige Zeugen zum Schweigen zu bringen. Außer Ihnen und Ihrer Crew darf niemand die Städte verlassen, der von diesem Wissen Wind bekommen hat. Bringen Sie die gesammelten Daten unverzüglich zu mir. Die Koordinaten werden beim Abflug freigeschaltet. Ach ja. Bitte vermeiden Sie in Zukunft solche Eskapaden wie auf dem Isani-Mond. Derartiges Aufsehen gefährdet unsere Mission und würde im Zweifel zur sofortigen Auflösung unseres Arbeitsverhältnisses führen. Oh. Mit allen Konsequenzen. Der einzige Grund, warum wir weiter zusammenarbeiten, ist Ihr neuer Kontakt zu Auri Takach. Eventuell ist sie für zukünftige Zusammenarbeiten geeignet. Also, enttäuschen Sie mich nicht, Captain Corrin. Dann steht unsere Zusammenarbeit weiter unter einem guten Stern. Geht gut, ne? Viel Erfolg. Fantastisch. Oh je. Jade hat immer so ganz, ganz kleine Informationslücken, weil jedes Mal, wenn Captain Corrin gesagt wurde, hatte sich kurz darüber gefreut, wie schön das klingt. Und frag mal nach. Also von Bezahlung hat er nichts gesagt, oder wie? Ich glaube, das haben wir. Ist das nicht im Pauschalvertrag mit drin? Pauschalvertrag? Ja. Hat du hast doch immer verhandelt. Ich hab, ja, das steht da drin. Das, Die Tür von der Kabine geht wieder auf. Er ist in voller Kampfrüstung. Die Waffe ist auf. Er hat gesagt, dass wir notfalls Gewalt anwenden dürfen. Oh yeah! Und das ist so
Also los. Generell, wo ich jetzt gerade hier stehe, völlig bewaffnet. Ich habe noch so ein paar Waffen von den letzten Raubzügen, Leute. Also wollen wir uns irgendwie noch aufteilen, ausrüsten. Ich habe 5 Laserpistolen. Ich hab ein paar habe ich eingebaut in meine Drohne. Das bedeutet, ich habe jetzt nicht mehr so viel über, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich zum Beispiel hier, wie ist eigentlich Sash, wie ist bei dir dein Waffenequipment? Ich bin mit meiner Azimut Laserpistole äußerst zufrieden. Ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen zu krass. Die spritzfest. Die ist alles safe. Rakesh hat eine neue Rüstung an. Diesen engen Trainingsanzug. Die zweite Haut, die er die ganze Zeit getragen hat. Womit es ein bisschen aussah wie so ein Turmspringer irgendwie. Oder so ein Schwimmer. Die hat er abgelegt. Und wir haben uns ein bisschen, glaube ich, verzockt. Tatsächlich wollte Flo mir eine dicke Rüstung geben. Das westgische Panzerhemd 1, das er jetzt trägt, ist tatsächlich nur einen Punkt besser. Oh. Und immer noch eine leichte Rüstung. Ja. Dementsprechend, ja, ich weiß nicht genau, wie man sich vorstellen müsste, aber wahrscheinlich irgendwie so eine Art gepanzertes Unterhemd. Ja, was genau. So stelle ich es mir auf jeden Fall vor, was er jetzt anhat. Und auch vielleicht bauchfrei. Vielleicht bauchfrei, vielleicht einfach. Also, to impress the ladies. Zu bitte nicht. Kurz. Okay, weird, aber hey. Aber er ist pumped auf jeden Fall. Er hat seine Pike dabei und seine dicke Kanone auf der Schulter. Und er schaut euch jetzt ein bisschen begeistert an. So. Also, wo treffen wir diesen Ditto? Alter, wir sollten los. Ich halte so meine Faust hin und hoffe, weil wir zuletzt ja ganz gut miteinander klarkamen, dass ich jetzt so eine Bestätigung von dir kriege. Er guckt nicht so richtig hin, aber es gibt hier No-Look-Faust. Und Captain Jadu Corrin ist zufrieden. Plötzlich heulen eure Antriebe auf und die Sturmflucht fängt unglaublich stark an zu ruckeln. Oh, der hat das. Und ändert schlagartig und intensiv die Flugrichtung und steuert nun auf die Randgebiete des Megaplexes zu, auf den ihr vorher zugeflogen seid. Jadu, was ist los? Ich habe keine Ahnung, es ist der Autopilot. Ich kann versuchen, den abzustellen. Ja, mach das mal. Ich renne in den ja. Dings und versuche jetzt die Geräte. Muss ich würfeln jetzt, ne? Ja, genau. Auf was? Technik. Technik. Technik habe ich 8. Und dazu kommt. Also ich renne ans Fenster. Ich möchte gucken, wo wir hin. 10. Okay, du scheinst. Du versuchst alles Mögliche. Es klappt aber nicht. Und auf einmal meldet sich die Kommunikationsanlage wieder und eine bisher unbekannte Stimme scheint was zu sagen. Ditto hier. Aufgrund von Überlastung werden Sie umgeleitet. Schnallt euch an. Mit Turbulenzen ist definitiv zu rechnen. Und gerade als das gesagt wurde, beschleunigt die Sturmflucht auch nochmal und Wow. Drückt mich so in den Sitz. Genau, drückt euch alle in den Sitz. Ich bin ans Fenster gelaufen, weil ich gucken wollte, wo wir jetzt gerade hinfliegen. Und wahrscheinlich bin ich jetzt so. Würfel mal auf Schaden. Voll beladen mit deinem Unterhemd. Genau, dass die Kommunikation. Wie kann ich ihn da festhalten? Mit Geschicklichkeit versuchen. Also ein Reflexwurf, würde ich sagen. Oh ja. Ist okay. Mit einer plus 2, 18. Insgesamt, gut gewürfelt. Gerade die Frage, das ist Nico aka Rakesh hier, der mit dem Schnubi. Hallo? Hi. Und ja, ihr bewegt euch sehr schnell Richtung. Ihr könnt sehr schnell erkennen, dass ihr nicht mehr in bewohnte Gebiete fliegt, denn vor euch tauchen auch immer riesige Ruinen auf. Und ein kleiner Raumhafen scheint dort auch zu sein, in dem ihr. In dem das Raumschiff dann landet in einer kleinen Landebucht und nur eine Androidin steht ebenfalls in der Landebucht. Kannst du noch einmal den Namen der Grabungsstätte wiederholen? Der ist bei Bunny ausdauernd. Das heißt wirklich ausdauernd? Das heißt wirklich ausdauernd, ja. Okay. Mhm. Alles klar? Steht auch hier. Genau. Ah, okay. We got a map. Yes. There it is. Oh, ist sie gut drin hier in der? Ich glaube, am besten drehst du die Hammer vielleicht. So, ne? Ja. So ist das schlau. Und hier mit meinem. Kann man das sehen? Ich weiß nicht, ob die funktioniert jetzt schon. Ach, ich auch nicht. Momentan sehen wir auf jeden Fall aus wie. Nix. Nee. Aber okay, es ist ja hier im Randgebiet.
Wir beschreiben das mal dann stattdessen einfach. Sind wir denn da in der Nähe jetzt? Wissen, kennen wir uns schon aus? Ne, wir haben keine Ahnung, ne? Das ist quasi die. Oh, das war das Mikro. Ihr fliegt quasi auf das zu, was gerade ausdauernd ist. Und ihr wart vorher auf Unternehmung zugeflogen zum Landen. Mhm. Und seid jetzt auf dem Weg nach ausdauernd und seid gelandet am Rand von ausdauernd in den Gerichtsfeldern. Also genau. Ist das groß richtig? Ist das richtig groß? Ich glaube, das ist groß Gebiet. Das schaut sehr groß aus. Das ist Kontinent groß. Kontinent. Oh. Okay, also wir sehen im Prinzip einen grauen felsigen Kontinent in der Mitte. Genau, der Planet sieht so aus an sich und das sind alles riesige Androidenstädte, Megaplexe. Ja, so vernetzt zueinander sind im Prinzip zwei große Metropolen fast schon. Genau. Und Unternehmungen, worauf wir zugeflogen sind, wäre das linke davon. Es scheint in diesem. Ah ja, genau. Genau, das ist da. Sogar noch schlauer. So, genau. Unternehmung, man sieht es hervorragend. Genau, Unternehmung, da wären wir auf Zuflucht, ist das linke untere. Und Ausdauer, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu klein, aber ich kann, oben links, neben Automatrix. Da sind wir jetzt. Da sind wir gerade drauf zugesteuert. Und das ist hier Kontinent groß. Kontinental. Und wir wollten hier hin. Ihr seht ja diesen Fluss da, diesen großen Fluss. Das bedeutet, dass wir im Prinzip jetzt, wenn das Kontinent groß ist, einmal gerade so gefühlt Mitteleuropa hinter uns gelassen haben. Genau. Und woanders hingeflogen sind. Holy shit, Snacks. Naja, okay. Okay. Genau, und okay. In dieser Landebucht steht nur die eine Androidin, die wir eben schon einmal gesehen haben, wie sie aussieht. Und wir landen jetzt, Und wir landen jetzt, genau. Wir landen jetzt, okay. Jungs, wir machen uns besser bereit. Das ist irgendwie nicht das Ziel, wo wir hinwollten. Ich gebe meiner Drohne Befehle, dass sie irgendwie mir folgt und auf zumindest scharf ist, ne? Ja. Und gehe jetzt schon mal an die Tür mit meinen beiden Blastern in der Hand. Ich springe neben dich und sicher mit der großen Reaktionskanone im Prinzip die andere Seite der Tür, guck dich so an. Endlich mal wieder ein bisschen Action. Du sagst es, Rakesh. Ich linse so verstohlen über die Schulter von Rakesh. Von leicht hinten so ein bisschen versetzt. Guck erstmal, ob alles gut ist. Ich hau auf den Knopf und die Tür fällt auf. Ich stehe total unamused da. Und guck euch nur alle in die Augen und sag dann: Willkommen auf wie heißt Avalon? Das? Ausdauernd. Also, wer bist du? Ich bin Ditto. Ah. Dio, 7, alt, 5, lang gesagt. Ich bin heute eure Begleiterin. Ich bin stationär hier als Fremdenführerin bekannt. Ja, das ist Stefan, der. Das von der Kellermannzelle. Ja, genau. Alles genau. Beim Dunsen hier vorne. Ich nehme meine Blaster, tue sie dann in den Halfter und sag meine Drohne folgen, aber alles easy. Ich glaube, die ist ganz okay. Das habe ich gehört. Ich nehme an, ich bin ganz okay. Ist das jetzt sicher? Sicher? Was ist schon sicher im Leben? Oh, so eine Android ist das. Ihr kommt dann auch raus und Dito führt euch durch die Tür quasi in den Raumhafen rein und da seht ihr, dass das doch schon relativ beschäftigt ist und da haben wir auch ein kleines Bild. Ich habe es mir richtig leer vorgestellt. Ja, es ist tatsächlich doch ein bisschen und deswegen hätte beschäftigter, mehr beschäftigt. Beschäftiges Treiben, so heißt das. Beschäftiges Treiben. Da. Genau, der Raumhafen wäre das. Das ist der Raumhafen. Avalon Raumhafen heißt, genau. Heißt der Ort jetzt. Da! Ah, genau! Alter, da kommen wir doch nicht raus mit dem Knarren im Anschlag. So. Offensichtlich. Nein, also, ihr seid in der Landebucht gelandet und das ist jetzt der Raumhafen, wo ihr dann durch die Tür rauskommt. Ah, okay. Und es sind doch schon einige Androiden da zu sehen. Antasiten, das sind andere Androiden, andere Roboter-Lebewesen. Also ich fahre auf jeden Fall erstmal ein bisschen runter. So. Ich hatte mich irgendwie vorgestellt, dass wir jetzt irgendwo im Nirgendwo sind und war voll so on guard. Jetzt ist ja doch noch Zivilisation. Ja, bitte versucht euch auch dementsprechend zu benehmen. Ja. Genau, die Randgebiete von Ausdauernd sind halt doch schon bewohnt noch, aber weiter in die Stadt rein darf halt niemand. Ich musste an der Stelle kurz dann unsere Fremdenführerin erinnern. Wie ist das hier mit, also bei Androiden grundsätzlich, bei euch hier mit Musik? Hört ihr viel populäre Musik? Es ist unterschiedlich. Das kommt auf die Geschmäcker drauf an. Okay, ich mag Androiden nicht. Ich halte so ein bisschen meinen, gehe jetzt so ein bisschen gebückt, bin natürlich nicht, dass ich direkt gesehen werde. Das ist immer unangenehm, wenn direkt immer alle einen erkennen und so.
Alles klar, Ditto, hast du irgendwelche Informationen von Caleb erhalten, wo es jetzt als erstes hingeht? Glaube ich. Hat sie. Und ja. Sie führt euch direkt zu einem Wagen, würde ich sagen, so eine Art Landspeeder, und in den ihr euch reinsetzen könnt, wenn ihr mögt. Ich muss noch mal kurz pinkeln. Also ich fühle mich bereit. Das Ding ist ja, wir sollen unentdeckt bleiben, unerkannt. Das ist ja im Grunde hier alles ein bisschen heiß auch. Und ich glaube, in dem Wagen sieht man uns weniger. Kann ich noch mal kurz pinkeln? Was muss jetzt schon wieder pinkeln? Wir sind gerade ausgestiegen. Ich habe vergessen zu gehen. Okay, ich war so aufgeregt. Das wird sehr lange dauern, bis wir an eine Toilette stoßen. Wir Roboter müssen nicht auf. Ich gehe direkt mal. Ich laufe mal Richtung Raumschiff zurück gerade. Okay. Ich steige schon mal in den Speeder ein. Ist das ein mit Verdeck oder ein offener Speeder? Das ist ein offener. Dann geht Rakesh so auf die Rückbank, sodass er da hinten so lässig drauf rausguckt. Es sieht so ein bisschen aus wie diese... So in Miami in den 80er Jahren, diese Typen, die so langsam... ihn aus dem Verdeck des Cabrios rausgelugt haben. Ich gehe nochmal kurz zurück auf die Sturmflucht und gehe dort ins Bad und ziehe mir nochmal was anderes an. Ich hatte mir so einen relativ auffälligen Fummel hatte ich mir da rausgesucht und ich nehme noch ein bisschen was Unauffälligeres. Ziehe ich jetzt nochmal an der Stelle und mache mir so ein bisschen die Haare so strähnig ins Gesicht, dass man mein Gesicht nicht so direkt sieht und bin jetzt also, habe das Gefühl, ich bin jetzt auf jeden Fall nicht mehr so gut zu erkennen. Ich würde da mal kurz auf Verkleiden werfen. Ja, bitte. Smart. Eine 6, da habe ich auch keinen Bonus mehr drauf. Also gut, so mittel. Frage kurz, ist da ein Fahrer in dem Speeder? Das ist... Ich werde fahren. Das ist Dito Speeder. Ja, aber ich habe mich ja erstmal auf den Pilotensitz gesetzt. Okay. Auf den Fahrersitz. Da sitze ich unangenehm. Erstmal drauf. Entschuldigung. Und mach mich schon mal mit den Geräten, mit den Armaturen vertraut. Guck so ein bisschen. Bin wieder da! Wieder da. Wie man das so macht, wenn du irgendwo abgeholt wirst und jemand da mit seinem Auto steht, dass du dich dann an das Steuer des Wagens setzt und dann extra den Armaturen rumzuspielen. Pilot? Sie sind ziemlich unhöflich. Bitte gehen Sie von diesem Platz weg. Aber du kannst mir sagen, wo ich hinfliegen soll und ich fliege... Nein. Ich gehe ein bisschen Augenbrauen hochziehend auf den Beifahrersitz. Ich setze mich so sehr verhalten auf den Sitz. Ich mach die Ruine nicht. Starte den Motor. Seid ihr alle angeschnallt? Hinten ist es ein bisschen eng. Du stellst jetzt auch fest, dass du auf dem Beifahrersitz so ganz weit vorne sitzt. Weil der da hinten auch mit seinem Schwanz. So richtig. Der ist in meine Richtung. Und ich bin so bisschen der lugt das ein bisschen raus. Er findet das richtig gut. Also los. Okay. Bitte schnallt euch an. Wir sind hier auf höchster Sicherheitsstufe mit unseren Fahrzeugen. Okay. Ich würfel auf Sicherheit. Ich bin längst angeschnallt. Ja, natürlich. Während wir jetzt da sitzen und so einen Inbegriff sind, loszufragen, versuche ich nochmal irgendwie weitere Informationen von dir zu erhalten und frage jetzt irgendwie nach Auftragdetails, nach Zielorten, wo wir jetzt hinwollen und sowas. Muss ich dann irgendwas würfeln? Ich frage nochmal kurz. Muss ich irgendwie auf Wahrnehmung oder auf... Warum? Weiß ich auch nicht. Was ist denn deine Frage? Hast du weitere Infos für uns, was die Mission betrifft? Was ist unser erstes Ziel? Also ich geb dir einen Tipp. Wenn du, das wäre jetzt so in so einer sozialen Interaktion eigentlich alles, was du kannst, was du halt fragen kannst, wird sie dir halt beantworten. Aber wenn du jetzt Informationen herausfinden möchtest, die sie dir sonst nicht geben würde, kannst du das theoretisch auf drei verschiedene Arten tun. Du kannst entweder Diplomatie, im Sinne von Diplomatie ist mehr als jetzt einfach nur reden. Es ist so, hey, komm uns schon einfach so jemanden überzeugen und so. Einschüchtern wäre dann die radikale Variante. Richtig. Und Bluffen ist halt, dass das bedeutet auch, dass du der Person einen vorlügst und irgendeinen Scheiß erzählst, um halt Informationen zu bekommen. Wenn du das machen möchtest, du kannst auch einfach ganz normal die Frage stellen, dann brauchst du keinen Wurf. Aha, ich stelle die Frage. Okay. Es werden keine weiteren Fragen benötigt. Alles zu seiner Zeit. Dann würfel ich auf Bluffen und sage ihr, dass Caleb uns gesagt hat, dass wir dringend neue Informationen brauchen für die Mission und dass er gesagt hat, dass wir sie von dir bekommen. Okay. Ich hab 3 auf Bluffen. Hallo, Buddy. Gibt's Motiv erkennen? Gibt's nicht, ne? Nicht? Nee, gibt's nicht. Doch, gibt's, klar. Du würfelst mit Motiv erkennen dagegen. Okay, Motiv erkennen mit denen, ja? Ja, beim W20 und dann hast du beim Motiv erkennen hast du eine Zahl links. Das ist dein Bonus darauf und im Prinzip für dich bedeutet das, du musst durchschauen, was er dir erzählt.
Ne, Motiv ist. Und der, der höher ist, gewinnt jetzt. Genau, und genau, also Jade O'Corrin kriegt noch eine minus 10. Warum? Das Blödsinn ist? Ja, weil sie ja auch von Caleb gebrieft ist. Das ist also fast eine unmögliche Lüge. Zeig mir natürlich jetzt 20. Ja, also hab ich. 13. Gewonnen. Ja. Ich glaube nicht. Wir fahren jetzt los. Okay. Und ihr werdet wieder sehr stark in die Sitze gedrückt, da gerne rast. Speed Junkie ist. Mhm. Und die rast da wirklich an den anderen vorbei, an großen Androiden, an großen Robotern. Ey, durch sollen, die Beine wir durch. Unauffällig bleiben, schreit kurz in dem Speeder rum. Ich finde das tatsächlich auch ganz geil, weil ich durfte nie Achterbahn fahren oder so mit den anderen Kindern. Ja, ich schüttel dich so ein bisschen durch. So, ja. Genau, und sehr schnell habt ihr den Raumhafen hinter euch gelassen und bewegt euch auf die auf Ausdauernd weiter zu, auf die Ruinen von Ausdauernd, die da, ja. Genau. Da oder da? Unten. Weiter unten. Ja, fahren wir südlich oder nördlich? Wir fahren genau, ihr fahrt südlich rein und Richtung der Gerichtsfelder. Und ganz, ganz plötzlich bremst Ditto auch. Und ihr steht vor einer Art Grenzkontrolle. Hat sich jemand nicht angeschnallt? In einer Art Grenzkontrolle, wo auch mehreres Sicherheitspersonal ist. Da ist eine große ein großer Zaun, das heißt, ihr müsst da durch auf jeden Fall. Hm. Und Ditto fährt da ganz langsam auch ran. Und genau. Ich drück mich so ein bisschen in den Sitz zurück und bin angespannt und habe schon mal auf jeden Fall meine Waffe zu mal entsichert. Genau, du hast. Wenn sie noch in der Hose steckt. Hast du eine Programmierung? Ja, zur Sicherheit. Du hast eine Programmierung und zwar ist das. Du kennst sie ja auch, deswegen kann ich es ja auch sagen. Das ist ihr seid quasi für einen Besuch da. Genau. Denn Ausdauernd wurde, das hat sie euch auf der Fahrt erklärt, wurde zu Beginn des Stillen Krieges, das war der Krieg der Paktwelten gegen die Vesken, wurde das von den Vesken zerstört. Oh Gott, nein! Weil weiß ich das? Das weißt du. Denn auf Avalon haben die Städte, weil es KI-Städte sind, weil die mit KI sind, haben die immer mal wieder so Energieschübe. Und als die Vesken versucht haben, Avalon zu... Das ist Nikos Rasse. In Versehen, das ist die Echsenrasse, genau. Als die Vesken Avalon angegriffen haben, hat diese Stadt eben so einen ganz natürlichen Energieinflux gehabt. Die Vesken dachten, da wird eine Waffe vorbereitet und haben einfach angefangen, die gnadenlos zu bombardieren. Das ist jetzt aber auch schon 300 Jahre her. Die Ruinen wurden nie aufgebaut und die Androiden und Antasiten, das sind andere Maschinenwesen, die nehmen den Vesken das inzwischen nicht mehr übel. Allerdings muss in jeder Expedition oder Besuchergruppe mindestens ein Veske dabei sein. Ja. Und da habt ihr Glück gehabt jetzt. Und die gucken dann dieses Tablet an, was Ditto rüberreicht und gucken Sash sehr intensiv an. Gucken Jado sehr intensiv an. Ich check dazu. Gucken Rakesh sehr intensiv an. Wir nehmen sie sehr. Mir ist es ein bisschen unangenehm. Guck's an. Und dann hört ihr nur eine Stimme: Weiterfahren, weiterfahren! Applaus! Und gut. Genau, und ihr bewegt euch weiter nach Ausdauernd hinein. Krasse Ruinen! Und das Tempo ist jetzt auch ein bisschen angepasster. Ich war ein bisschen netter. Es könnte sein, dass mein Volk daran schuld ist. Dein Volk ist daran schuld, wie das hier alles kaputt ist? Da stelle ich so dumme Fragen. Ja, ich. Vor ungefähr 300 Jahren haben. Er weiß es ja. Er hat akademische Bildung genossen. Haben die Westen hier einen schlimmen Krieg gegen die Androiden geführt. Und tatsächlich ist durch einen Energieimpuls hier eine Menge zerstört worden. Allerdings ist es tatsächlich heutzutage gar nicht mehr so, dass hier noch Groll gegen die Westen gehegt wird. Alles ist bisher weiter bereinigt. Das heißt, wir sind hier relativ gut, sicher unterwegs. Na, wenn Sie das denken. Hey, zu unserer Verteidigung.
Wir haben auch gegen andere Völker furchtbare Kriege geführt. Okay, das macht so viel besser. Genau, ein kleiner Historien-, ein Geschichtseinschub. Tatsächlich war das der Beginn der Westen gegen die, das war der Krieg gegen die gesamten Paktwelten. Seitdem sind es erst die Paktwelten, die unter einer Regierung vereint sind, weil die gegen die Westen Krieg geführt haben. Scheiße. Und der Krieg wurde erst beigelegt als eine neue Bedrohung, nämlich der Schwarm einfach beide angegriffen hat und dann haben die sich zusammengeschlossen, um gegen den Schwarm zu bekämpfen. Ja, weißt du auch schon, wie Westen während drauf des Krieges, ne? Während des Krieges, genau. Das ist einfach so ein Notfrieden gewesen. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahrzehnte her, aber... Jahrzehnte. Aber ich finde den Ansatz super cool, dass man diesmal nicht die Menschen genommen hat für so eine Kolonialsmacht. So, das hast du häufiger mal in den klassischen Pen and Paper-Dingern, sondern einfach Echsen, diesen richtigen, so wir sind einfach die geilere, überlegene Rasse, wir machen hier alles platt, Input gegeben hast. Ganz cool. Das sagt er nur, weil er selber eine Echse ist. Ja, ich finde es erfrischend. Ich finde es tatsächlich erfrischend, weil ich sehr, sehr viel Pen and Paper spiele und es ist oft sind es halt die Menschen. Echse und Hopp. Echse und Hopp. Okay. Genau. Gut. Sind wir angekommen, steigen aus, ja? Ihr seid angekommen, steigt aus und es scheint ein altes Gebäude zu sein, an dem ihr angekommen seid, mit eingebrochener Tür und Ditto führt euch hinein und sagt, geht rein. Und hier könnt ihr reingehen. Ja. Weißt du, wo hier drin die Kammern sind? Welche Kammern? Wir sollen zur Kammern suchen. Hey, erstmal, ist die Tsukiba-Universität nicht hier? Guckst du dich so ein bisschen um? Ja, doch, ist hier. Haben wir irgendwelche Fahrzeuge, sonst irgendwas gesehen? Nein. Aber hier ist doch keiner. Ja, dem scheint so. Das ist ein bisschen komisch. Keine Ahnung, also wo sind die? Sind die in dem Gebäude? Sind die irgendwie im Untergrund? Wollen wir uns noch kurz umgucken? Erstmal? Ja, lasst uns weitergehen und uns umgucken. Ich dachte, das Gelände kurz. Macht man das nicht so? Also. Taktik ist nicht so meins. Aber wir können uns aufteilen, finde ich. Ich guck mal, werfen wir so einen Blick rein, wie sieht das, wenn wir jetzt da reingehen würden, wie sieht das Terrain da aus? Sind das kleine, also viele kleine Räume, sind das ja so große Seele, und da ist auch nichts eingebrochene mehr. Also Hallen? Das, wo ihr reinkommt, ist eine eingebrochene Halle und da, was noch relativ intakt ist, scheint ein Fahrstuhl zu sein, der nach oben nicht mehr führen kann. Nur noch unten. Nur noch nach unten, genau. Okay, aber da laufen jetzt doch keine kleinen Ruinen mehr rum. Da laufen keine kleinen Ruinen mehr. Sehe ich irgendwo irgendwelche Informationen? Machen wir mal wahrnehmen. Informationsturnier suche ich. Da ist eher ein größeres offenes Terrain gerade, nimmt Rakesh seine Reaktionskanone in die Hand. Ja klar, 15. Weil 15. Ja. Okay. Habe ich irgendwie was zum Raum abscannen oder so irgendeine Gerätschaft? Ja. Würde ich gerne den Raum einmal abscannen. Als Fremdenführer hast du so ein Scannengerät einfach dabei, um zu gucken, ob wirklich Sachen sicher sind. Muss ich da auf irgendwas Bestimmtes würfeln? Mach mal einen Wurf auf. Technik würde ich auch einfach mal sagen. Technik. Oder nee, Computer. Währenddessen bin ich schon am Terminal oder was? Und du findest kein Terminal, kein was intakt ist. Okay. 2+2. Okay, du findest mit deinem Scannen auch keine Gefahren. Es sind keine Gefahren hier drin. Zumindest sagt mein Scanner hier nichts. Aber ich hab ja gesehen durch meinen Wahrnehmwurf, da ist ein Aufzug, der nach unten führt. So. Und sonst ist da nichts. Ich sehe zumindest nichts. Also es sind Informationsterminals da, aber die sind nicht mehr aktiv. Das sind einfach zerstört, gesprungene Scheiben. Hab ich schon gewürfelt. Ja, nein. Die Würfelbecher-Distribution am Tisch verbrust mich. Ich muss ja schon mit einem teilen. Das Mojo ist da drin. Gewürfelt. Ich teile dann schon. Hast du mit dem W12 da gewürfelt, den du in der Hand hast? Nee. Bist du sicher? Ach so. Ist er mit 20? Nee, mit dem habe ich dann gewürfelt. Okay. Na gut. Ja. Aber es zuzutrauen wäre es durchaus. Also ich habe dann, ich teile die Informationen. Okay, Jungs, die Tunnelmills sind alle hier im Arsch. Der Aufzug geht aber noch. Ja, nach unten. Nach unten. Und irgendwo ist ja die Uni. Was ist da los? Dann sollten wir doch jetzt nach unten gehen? Nee, was willst du sonst machen? Hier Wurzeln schlagen? Rakesh geht Richtung Aufzug, wirft die Reaktionskanone über die Schulter, nimmt sich die Pike in die Hand. Passt auf, dass nichts ausfällt. Hier ist einiges baufällig. Ach was, Stoff zuvor. Ich gucke mich sehr hart um, immer überall. Guck sehr vorsichtig. Okay, was soll denn auch einbrechen? Der ist nur 2,25 Meter groß und wiegt gefühlt 150 Kilo. Ich gehe dann auch mit zum Aufzug. Mhm. Steigen wir ein, ne? Natürlich. Ey, oder, Moment.
Ich geh nochmal einen Schritt raus aus dem Aufzug. Wir schicken meine Drohne erstmal nach unten und die scannt die Umgebung und guckt, was da abgeht und dann fahren wir hinterher. Wie sollen die da runterkommen? Durch den Aufzug durch? Es gibt eine Klappe. Sie kann auch Aufzug fahren. Oder sie fliegt da runter, ja. Mhm. Na dann mach mal. Eine okay. Aufzugklappe. Okay, gut. Dann sage ich meiner Drohne, die soll... kann sie durch den Schacht runterfliegen oder muss sie mit dem Aufzug runterfahren? Sie muss mit dem Aufzug runterfahren. Okay, gut. Dann sage ich dir, sie fährt mit dem Aufzug runter. Und liefert echt Bild auf mein Display. Okay. Oh geil, jetzt geht die Drohne kaputt. Wir gucken nämlich so über die Schulter auf dieses Pad, wenn da das echt Bild ist. Ist gut, ne? Das ist ohne Verzögerung in Farbe und das in absoluter Maximalauflösung. Das habe ich selber gebaut. Sehr schön, 720p? Nein, 4K. Ich guck zwischen den beiden Hashtag so durch. Die Zukunft der Raumfahrt ist 4K. 8K. Ich schaue da nur drauf. Ja, nichts Besonderes. Ja, also das würde so nicht sagen. Es dauert nicht lange, ungefähr anderthalb Minuten. Da gehen die Aufzugtüren auf und ein Gängesystem scheint sich zu offenbaren. Denn es ist ein kleiner Raum, wo mehrere Gänge nach links, rechts, geradeaus abgehen. Aber ich sehe keine anderen genau, du Lebewesen kannst dein... jetzt geht die Drohne, im Dungeon verloren. Genau, die Drohne, die könnte natürlich... Du kannst mit der Drohne als Unterstützung natürlich einen Wurf wahrnehmen machen. Ja, aber ich wollte sagen, weil ich hänge an der Drohne. Ich würde jetzt nicht da drin rumfliegen lassen, aber ich würde sie mal abscannen lassen. Oder ja, so. Genau. Dann, die Drohne hat die Drohne auch einen Wahrnehmwert? Oder hast du nur du den? Was die Drohne alles hat, ich kann dir das mal erzählen. Ja, bitte. So, zum Beispiel hat sie nur auf Akrobatik. Ja, ich glaube, der Zettel wurde nicht vernünftig ausgefüllt. Nein, ich glaube tatsächlich schon. Also ich glaube, dass die anderen Fähigkeiten hat die Drohne nicht. Sie hat halt nur diesen Akrobatik-Stat im Sinne von, wie kann sie durch Sachen durchfliegen und Wahrnehmung macht er halt. Ja. Mit seinem, weil er guckt halt durchs Pad. Dann nochmal einen Wahrnehmungswurf, bitte. Weil die Drohne kann ja nicht besser sehen als er. Ja, ja. Nichts. Nee, ich habe dann 11 jetzt. Ach doch, 11. Okay, du siehst das, du kannst erkennen, dass ein paar schwere Schritte und... also auf dem Boden, dass da Füße lang gegangen sind. Das ist also Schmutzabdrücke oder wie? Genau, Schmutzabdrücke. Fußabdrücke ist der richtige Begriff. Leute, ja, danke schön. Schmutzabdrücke. Und auch ein paar Schleifspuren, wo irgendwas Schweres getragen wurde, wahrscheinlich Equipment oder sowas, das durch den mittleren Gang führt. Okay, die Information habt ihr ja selber gesehen, muss ich euch jetzt erzählen. Ne? Gut, also ich würde sagen, wir können runterfahren und schauen uns das an. Ja. Aber wir sollten bereit sein. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Ihr solltet vorsichtig sein. Ja, genau. Wieso? Weißt du irgendwas? Weiß ich irgendetwas? Passen wir zusammen in den Aufzug? Er nickt. Ich weiß irgendwas. Nichts, was du den anderen mitteilen könntest. Na gut. Das wäre doch schlimmer. Ich würde sagen, Sash und die Drohne fahren vor. Druide. Auf gar keinen Fall. Also, ich geh jetzt los. Okay, ich gehe in den Aufzug. Ich... rennen hinterher. Passen wir alle rein? Ihr passt alle rein, ja? Gut, dann gehen wir. Ich gehe vorsichtig rein. Ziehen wir auch rein. Ich stelle mich so hin, dass wenn die Aufzugstür aufgeht, ich so direkt der Erste bin, der mit der Pike irgendwie so. Ich bin entspannt, weil meine Drohne das Bild liefert und mache meine Waffe erstmal wieder in den Halfter. Natürlich. Nach ungefähr anderthalb Minuten kommt auch ihr unten. Na bitte, inzwischen sind 3 Minuten vergangen, weil der Fahrstuhl natürlich hochfahren musste wieder und wieder runterfahren musste. Ihr kommt an, die Drohne hat keinerlei Emotionen dir gegenüber. Das sagt deine Wahrnehmung. Ja, deine Wahrnehmung ist, sie freut sich ungemein. Ja, ja. Sie hatte Angst. Es ist dunkel da unten. Es ist dunkel da unten, du hast Dunkelsicht. Ich habe Dämmersicht. Es ist, aber ich habe eine Taschenlampe dabei. Ja. Und ich würde jetzt im Prinzip so in meine, naja, sagen wir mal, das gepanzerte Unterhemd. Diese Taschenlampe, ich stelle sie mir eher vor wie so eine, bei so einem SWAT-Team. Weißt du, dieses Ding, was du hier so dran machst? Und dann läuft das so. Die macht auch das Geräusch. Kann man eine Drohne auch Licht machen? Na, ich habe auch Licht. Stehen tust du dir nichts. Ich weiß nicht, was deine Drohne kann. Nee, die hat, glaube ich, Slots, die du modifizieren kannst. Und du hast stattdessen zweimal eine Pistole genommen. Ja. Aber fürs nächste Mal ist das eine Idee. Ja. Für den nächsten Charakter, falls Jado stirbt. Also. ja,
Und also ihr seht in den mittleren Gang nichts. Ich habe eine Handlampe, eine Blaster. Genau, ihr scheint ohne kann er nicht leuchten. Ihr scheint in den mittleren Gang rein und seht erstmal nichts, bis auf die Spuren auf dem Boden. Mhm. Wo würden diese Spuren lang gehen? In den mittleren Gang. Das sind drei Gänge, die scheinbar in so ein Tunnelsystem führen alle. Gibt es irgendwelche Farbmarkierungen, irgendwas? Nein. Ich habe Überlebenskunst. Das bedeutet, ich könnte aus diesen Spuren jetzt sogar ein paar Informationen rausgewinnen. Ja. Zum Beispiel, was für eine Arras ist da lang gelaufen, wie viele Leute waren das und so weiter und so fort. Ich schaue mir die Spur mal an. Und es ist eine 7. Das ist keine akkurate Information. Also du siehst, dass da Lebewesen langgegangen sind und irgendetwas Schweres gezogen wurde. Die offensichtlichen Dinge, die jeder daraus findet. Ganz genau. Also guck dir so runter. Genau, für Leute, die neu sind bei Starfinder, es ist ein W20-System, das heißt, ein Wert von 10 ist so das Durchschnittliche und Nico hat 7 gewürfelt, das heißt, es ist schon unterdurchschnittlich, was er da rausgefunden also hat. Also nichts, keine Information, genau. Die nicht auch ein... Je schlechter es wird, man kann auch manchmal falsche Sachen rausfinden. Oder so. Fuck, ich glaube, das sind 12 Leute. Ich habe mich so sehr gefreut, als ihr mich zu Ulysses geschickt habt, da mit denen spielen zu dürfen. Und ich war so begeistert und fange ich da an. Und das allererste war so eine Flüssigkeit, die ich untersuchen wollte. Machen wir einen Wahrnehmungswurf. Ich völlig euphorisch bei den Helden meiner Kindheit würfle ich Patzer. Als allererstes. Oh nein. Die natürliche 1. Und was passiert? Mein Charakter probiert es und das allererste, was ich ausspielen durfte, ist ein Drogenrausch. Sehr gut. Sehr gut. Gut gestartet. Dann sind wir hier mit der 4 im Becher doch minimal besser. Naja. Minimal. 4 im Becher, das nehme ich an der Eisdiele auch immer. Gierig. Ich bin herzlich willkommen beim Pen & Paper, wo die Nebengeschichten genauso wichtig sind wie die Hauptstory. Es tut mir leid, aber ich würde gerne vorwegpreschen. Und da Rakesh so ein bisschen so, wenn es um SWAT-Einsätze und den ganzen Stuff, also alles, was so ein bisschen militärisch ist, geht. Ist ein Schalter, den er umlegt. Da ist er drinne, das kann er. Und der übernimmt auch gerne die Führung. Und deswegen sagt er jetzt, so, jetzt hinter mir her. Reihenfolge. Ich zuerst. Corin. Captain Corin. Du bleibst hinter mir. Alles klar. Sash, dann du. Ditto, du sicherst uns den Rücken. Gut. Hast du Waffen? Ja, ich habe eine Waffe sogar. Eine taktische, halb automatische. Oh, bist du das ist eine Knarre. Mhm. Piu, piu. Piu, piu. Nee, das ist nicht piu, piu. Das ist... Ja, stimmt. Das ist eine richtige Pistole. Ja, ist richtig. Projektile. Schießen, projektieren. Genau, weil... Ja, ist doch super am Schluss. Ja, genau, und dann würden wir uns im Prinzip so ein bisschen vorbringen. Er sagt, strategisch nehmen wir in jeden Raum rein. Bisschen nicer hier. Genau, und er also schiebt sich vor und er würde das gerne. Welchen Gang nehmen wir? Mittel. Ja. Den mittleren Gang. Also schiebt sich so in den mittleren Gang lang und er würde gerne, und dreht sich um, er ist leiser, eine Heimlichkeitsprobe ablegen. Oh, bitte, danke. Und hier losschleichen. 15 insgesamt. Das ist die Spülmaschine. Also Rakesh schleicht sich langsam vor. Was macht der Rest? Also er geht davor, ich will nicht seinen Schleichen unterbrechen, deswegen sind da so mehrere Räume immer am Rand gewesen. Das heißt, ich gehe jetzt mal in einen so einen Raum rein und untersuche den. Soll ich auch nochmal auf Wahrnehmen werfen? Ja, bitte. Meine Drohne folgt mir ja permanent. Du hattest Licht, ne? Du hast den Taschenlampe. Ja. Okay. Ich untersuche jetzt einen der Räume. Haben wir alle? Also ich glaube, der Roboter kann ich eben im Dunkeln sehen, ne? Ja klar. Das habe ich alles. 10 habe ich. 10? Ja. Das ist natürlich scheiße, dass die Androiden alle im Dunkeln sehen können. Weil wir mit den Taschenlampen, die sind jetzt so richtig, die können ja einfach da stehen. Ja, ja. Also ich bin in dem Raum und untersuche. Die anderen. Also erstmal, das geradeaus ist ja erstmal nur ein Gang. Achso, aber du meinst, da sind doch Räume an der Rand, oder nicht? Nein, es gibt drei Gänge quasi losgehen. Ihr geht durch den mittleren. Okay, gut. Dann. Also du kannst auch in die anderen natürlich reinschauen. Und ja, dann mach ich das. Da siehst du nicht wirklich irgendwas Spannendes. Okay. Mhm. Bisschen ab und zu mal irgendwie so was raustropfen aus irgendeiner Leitung. Aha. Ich kann ja weiterhin die Umgebung so ein bisschen im Auge behalten. Kurz mal für die Forschung, ist es Mauerwerk? Ist es ein natürlicher Tunnel? Oder wie sieht es da aus? Das ist... Nein, natürlich ist es nicht. Es ist nicht natürlich, es ist auch kein Mauerwerk, es ist irgendwie schon so ein bisschen alienmäßig. Also es ist sehr glatt alles, aber es laufen trotzdem Leitungen da oben lang, die aber man kann erkennen, dass es nicht Wasserleitungen oder Gasleitungen oder sowas sind, sondern einfach irgendwelche... Ich habe tatsächlich jetzt wie in Alien 2 dieses System unten drunter, wo sie sich drin versteckt. Genau, es ist halt
komplett für das Leben von Androiden ausgerichtet. Aha. Ja. Richtig angenehm. Haben wir eigentlich Sauerstoff hier unten? Oh ja. Ja, ich meine, wir atmen ja schon. Ich kann das nicht beurteilen. Nein. Das haben wir, Leute, kann das jemand mal messen? Kann das nicht irgendwie dann... Ja, ich kann das bestimmt messen. Kannst du das messen, nicht messen? Ja, worauf muss ich würfeln? Du hast das vorhin schon gescannt, ne? Und das ist für... Das ist okay, ne? Genau. Du bist ja auch Fremdenführerin, das heißt, du bist damit gewohnt, dass Leute atmen müssen. Das heißt, du wirst die nicht in Gebiete führen, wo... Keine Panik, ihr könnt normal hier drinnen atmen. Okay, so los, weit. Also er genau. Steigt vor und ich gehe so mit ein bisschen Abstand gehe hinterher. Ich habe vielleicht ein bisschen eingebildet, dass ich schlecht Luft bekomme. Das kann sein. Soll ich dich scannen? Nee, das geht schon, danke. Okay, wir rücken also vor. Genau, ganz langsam und das ist der perfekte Moment für die erste kleine Pause. Was? Wow! Nein, das wird spannend! Wir weitermachen! Du Monster! Und ich würde sagen, wir machen einfach eine 5-Minuten-Pause. Na gut. Jeder holt sich was zu trinken, geht aber auf Klo und dann kommen wir gleich weiter, wieder und machen dann weiter. So. Bis gleich. Ja. Bis gleich. Bis gleich.